Danke erstmal. Wir sprechen uns dann später nochmal. Prima. Oh, Maximilian. Hey. Oh Gott, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Alles halb so wild. Ja? Ja. Schön, dass du da bist. Gott, ich bin froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Ich hab Glück gehabt, aber Oskar konnte es nicht aufhalten. Ich hab noch versucht, das Geld mitzunehmen. Die Tageseinnahmen und die 400.000, die ich ihm für den Fischerkopf gegeben habe. Weit wird er nicht kommen. Jonas und Dana haben die ganze Stadt mit Tanzzetteln vollgepflastert. Die Polizei fahndet überall nach ihm. Ja, er hat keine Chance. Aber er hat auch nichts zu verlieren. Na, kleiner Mann? Oh, ganz schön viel los heute. Was eine Aufregung. Zu Mama und Papa. Geht's denn? Ja, wird schon. Wo steht dir der Kleine? Ach, guck mal, wer da kommt. Hallo, mein Schatz. Ach Gott. Ich hab dich so vermisst. Na, mein Großer. Hat der böse Onkel Oskar gut auf dich aufgepasst, hm? Komm her. Na, mein Kleiner, komm her. Ich bin sprachlos. Danke. Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, zum Glück ist Oskar mit ihm vielleicht schon längst weg. Danke, Maximilian. Und was ist jetzt mit Oskar? Hat sich das Rettungsboot geschnappt, ist raus auf dem See. Das heißt, er ist immer noch auf freiem Fuß. Nicht mehr lange. Die Polizei hat den Ball. Ach, hoffentlich. Komm her, mein Schatz. Jetzt bist du erstmal wieder bei uns. Guten Morgen. Guter Morgen. Wie geht's deinem Bein? Tut's weh? Zieht noch ein bisschen, aber geht schon besser. Aber klar, mir geht's gut. Wie soll's mir schon gehen mit einer Frau wie dir an meiner Seite? Aber ich fürchte, ich muss heute im Bett frühstücken und morgen und übermorgen und übermorgen. So einer bist du. Ich werde dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Du Held. Ich werde mich arrangieren, wenn ich mich wieder rühren kann. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, da wird sich schon was. Sag mal, ich mach Frühstück. Wie viel Zeit hast du? Hast du Termine? Nein, nicht wirklich. Ah, du hast noch ein Rendezvous. So ähnlich, ja? Ach ja. Kann ich sie? Ist sie hübsch, oder? Sie ist so... Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Du hast ein Blind Date. Lass dich überraschen. Jedenfalls muss ich jetzt kurz mit unserer Weddingplanerin sprechen. Und dafür gehst du mit raus. Das ist eine Überraschung. Ich will's aber wissen. Keine Chance. Oh, bitte, 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 bitte. Nur ein klitzekleiner Tipp. Okay, lass mich überlegen, was ist denn am unwichtigsten? Heute kommt zum Beispiel ein Schneider aus Paris. Du lässt extra einen Schneider anfliegen. Aus Paris. Für mein Hochzeitskleid. Ist er das? Nein, das ist er nicht. Entschuldige mich. Mutter? Zwischen uns ist alles gesagt, denke ich. Ich wüsste nicht, was... Wir müssen uns persönlich sehen. Es geht um das Unternehmen. Ich bin dabei, mit meinem Anwalt den Auflösungsvertrag aufzusetzen. Du kannst ab heute mit Castel Cuisine machen, was du willst. Maximilian, bitte. Ich denke, ein sauberer Schnitt wäre das Beste für uns beide. Mach dir keine Sorgen. Über den Wert meiner Anteile werden wir uns einig. Jetzt lass uns nicht so auseinandergehen. Gib mir 5 Minuten deiner Zeit. Mehr brauche ich überhaupt nicht. Es liegt mir sehr viel daran.